Hallo meine Lieben, wir sind auf dem Acker angekommen, die Sonne scheint und es gab so lange kein Acker-Video mehr, darum habe ich gedacht, wir machen das einfach mal. Und ja, ich nehme euch mal wieder mit, zeige euch ein bisschen was und ihr werdet sehen, das hat sich so einiges verändert seit meinem letzten Video. Die Flugzeuge sind immer noch am Start, wie ihr hören könnt. Das Sonnenblumenfeld, was hier stand, ist abgedingst worden, ist nicht mehr vorhanden. Sieht ein bisschen trist jetzt aus, aber ja, man sieht wenigstens die Autos wieder besser. Ich zeige euch das mal eben da vorne. Hier ist ja der Acker und da die Autos. Und man hat die nicht gesehen vom Feld. Und das war ziemlich blöd, weil dann konnte man nicht sehen, ob jemand am Auto ist. Das wurde auch in einem Auto nämlich eingebrochen. Jo, jetzt kommt eine Freundin von mir. Yay! Ich bin jetzt schon auf dem Feld. Ich laufe jetzt nochmal mit euch zurück, nur damit ihr den Wald seht. Schaut euch bitte den Wald an. Es ist Unkraut übrigens, was hier steht. Es ist riesengroß. Es sind sehr viele Felder, die einfach nicht mehr bearbeitet wurden, wie hier zum Beispiel. Oder hier. Das sieht traurig aus. Es gibt aber natürlich auch Felder, die noch toll aussehen, die ich euch jetzt auch mal zeigen möchte. Upsala, da bleibt man überall hängen. Das hier zum Beispiel, sehr schönes Feld, oder? Oder hier mit Kohl und natürlich von meiner Freundin das Feld, das immer schön aussieht. Hier. Ja, Leute, ich glaube, wir gehen einfach mal einmal über meinen Acker. Ich zeige euch alles, was da ist. Ach ja, meine Schuhe. Jetzt sehen die mittlerweile gar nicht mehr so schlimm aus. Die waren gestern so dreckig und ich habe mich gewundert, weil ich nicht mehr wusste, wo ich damit war. Die Blumen fand ich auch schön. Das ist auch eine Malvenart. Das erkenne ich an den. Hier. Die finde ich eigentlich ganz süß, aber die werden halt irgendwie so riesig. Naja, okay, wir gehen jetzt erstmal zurück. Durch den Wald. Die Sonne scheint, Leute. Ich freue mich gerade total. Das ist echt perfekt. So. Gehen jetzt einfach mal hier lang. Das ist mein Nachbarfeld. Die haben auch unglaublich viele Kapuzinerkresse und Duftwicken. Die zeige ich euch mal. Schaut mal. Da werde ich auf jeden Fall gucken, ob ich davon Samen bekomme. So, dann kommen wir zu meinem Feld. Ich sag's euch jetzt schon mal, es sieht sehr traurig aus. Wir haben hier vorne die Sonnenblumen. Da habe ich schon ein paar abgemacht. Ich zeige euch mal, wie die mittlerweile aussehen. Hier haben wir schon die Kerne. Die sind aber noch nicht ganz hart. Das heißt, ich muss sie noch ein bisschen trocknen lassen. Dahinter haben wir nach wie vor Kapuzinerkresse und auch Basilikum. Der blüht jetzt schon, schmeckt wahrscheinlich auch nicht mehr. Ich probiere ihn einfach mal. Wieso denn nicht? Doch, der schmeckt noch wunderbar. Ich hatte ihn nur nicht, obwohl im Nachgeschmack, naja, geht. Der hatte eben ganz viele solche braunen Stellen wegen der Braunfäule, genauso wie die Tomaten, die ja eigentlich hier mittendrin waren. Ich habe die alle rausgerissen, weil die sahen einfach nicht schön aus. Jede Tomate wurde braun, es war eine Katastrophe. Aber Kapuzinerkresse haben wir ohne Ende. Ich werde nächstes Jahr nicht mehr so viele machen, weil ja, die verwuchern einfach alles nur. Das waren die drei Farben, glaube ich, die ich hatte. Ich hatte noch Rot irgendwo. Ah, Rot hatte ich euch schon gezeigt. Ja, dann gehen wir mal weiter. Dann haben wir hier die Cosmea. Die Cosmea sieht langsam auch nicht mehr so schön aus. Da hatte ich ja weiße von und pinke. Pink habe ich jetzt hier gerade nicht in meinem unmittelbaren Umfeld. Oder da drüben könnte ich gleich nochmal zeigen. Aber ihr seht, die sieht hier halt auch nicht mehr so toll aus. Ich weiß nicht, ob es auch die Braunfäule ist oder einfach, weil die Saison zu Ende geht. Aber ja, schön ist es leider nicht mehr hier wirklich. Hier die Pinken. Dann, das hatte ich gestern bei Instagram gepostet, habe ich hier meine Peperoni. Da sind wirklich noch ganz, ganz viele dran. Und ich habe davon, ich glaube, schon 4 oder 5 geerntet. Und Leute, die sind unglaublich scharf. Ich habe mir davon auch schon Samen gesichert. Und ja, die werde ich auf jeden Fall nächstes Jahr anbauen und wahrscheinlich auch ein paar mehr davon. Nebendran haben wir Paprika. Ich glaube, die sollten rot ausreifen.
bin ich mir jetzt aber gar nicht ganz sicher. Und könnte man jetzt auch mal langsam ernten. Da hängen schon noch ein paar dran. Die hier oben, die wird natürlich nichts mehr so klein, wie die ist. Aber ich warte noch ein bisschen, vielleicht reifen sie ja doch noch. Dann haben wir ein paar Blumen, die jetzt mittlerweile halt auch einfach nicht mehr schön aussehen. Was mir passiert ist bei ganz vielen, dass die so umgeknickt sind, so wie hier. Und jetzt hier auf dem Boden liegen, die kann man eigentlich jetzt auch schon wegmachen. Das waren eben die Zinien. Wir haben Astern, die eigentlich schön aussehen, aber mittlerweile leider auch nicht mehr so toll. Hier haben wir Mangold. Wir haben Mangold ohne Ende. Das ist Schnittmangold. Ich erzähle euch mal, was da der Unterschied ist. So, ich zeige euch jetzt mal hier die Rippen vom Mangold. Die sind ja relativ klein. Normalerweise haben die ja hier, also da, so richtig fette Rippen. Das ist eine andere Sorte. Da sollte man so vorgehen, wobei das kann man auch beim anderen machen, dass man die äußeren Blätter wegmacht und dann kommt der innen immer wieder nach. Aber wie ihr seht, es ist wirklich einfach so viel Mangold. Das ist, mein Freund meinte, er möchte Mangold haben. Ich bin kein Mangold-Fan, weil mir das zu erdig ist, genauso wie rote Beete. Und jetzt haben wir Unmengen an Mangold und wer isst's? Ja, niemand. Super, ne? Aber ich verteile das auch ein bisschen auf dem Feld und so. Dahinter habe ich nochmal Erbsen nachgesät, die jetzt hier auch schon nicht mehr schön aussehen. Aber da habe ich noch einige geerntet gehabt. Hier hängt noch eine dran. Die werde ich jetzt einfach dran lassen, weil man da eben dann auch die Samen von nehmen kann. Dann habe ich hier überall Bohnen. Da sind auch noch einige dran. Ich habe so viele schon geerntet. Die habe ich relativ spät nachgesät. Aber wie ihr seht, sind da noch unglaublich viele Bohnen dran. Mal gucken, ob ich noch mal welche ernte. Zwischendrin überall Unkraut. Ich weiß, ich bin da einfach nicht mehr so ordentlich jetzt zum Ende des Jahres. Weil, wenn ich welche dran lasse, habe ich eben wieder neue Bohnen. Ihr habt ja auch schon bei Instagram gestern gesehen, dass ich da welche gesammelt hatte. So, weiter geht's mit Sellerie. Ein kleiner Tipp für euch. Damit ihr so richtig fette Knollen bekommt, immer schön die äußeren Blätter abreißen. Damit ihr nämlich so. In der nächsten Reihe haben wir nochmal Karotten, aber die sind noch so klein, dass ich nicht glaube, dass die noch was werden. Das hier ist Feldsalat. Ja, ich weiß nicht, er sieht ein bisschen kümmerlich aus. Ich habe ihn wahrscheinlich auch zu spät gesetzt. Wobei, hier, er sieht gar nicht schlecht aus, ne? Sollen wir mal ein Stückchen probieren. Weil Erde dran, ich kann das so nicht im Mund stecken. Hm, Feldsalat. Dann ist hier meine Aubergine. Die hat noch Blüten, erstaunlicherweise. Aber da kommt natürlich nichts mehr, es ist jetzt einfach vorbei. Hier drüben ist ein Fenchel, der geschossen war und jetzt umgefallen ist. Dann könnte ich aber mal die Fenchelblüten angucken. Dann haben wir hier, das hier ist Senf. Wir haben hier zwischendrin auch Petersilie. Da auch Zitronenmelisse. Hier, das ist schwarzer Rettich. Der sieht doch schon wunderschön aus. Da kann man jetzt auch bald mal was von ernten. Versuche ich gerade noch was zu zeigen. Finde ich gut. Das hier ist Dill. Noch eine Reihe Karotten, die kann man auch langsam ernten. Die sind nämlich schon riesig. Könnt ihr mal da unten hingucken. Ich versuche mal eine rauszuholen. Ha? Yay! Oh Leute, die sieht doch wunderschön aus, oder? Die lege ich mir mal eben zur Seite für gleich. So, Mangold. Wir haben nämlich noch zwei Reihen. Einmal und zweimal. Ja, mein Freund hat es übelst übertrieben. Er hat einfach die ganze Packung, glaube ich, gemacht. Hier haben wir noch ein paar Bohnen. Da hängen keine mehr dran, glaube ich. Wir haben gestern nämlich da alle abgeerntet. Hier drüben noch mal eine Zucchini. Ich weiß nicht, ich glaube, da kommt keine mehr ran.
hier liegt noch eine, die habe ich schon vor längerer Zeit abgedreht, aber die wurde schon angefressen. Da werde ich die wahrscheinlich auch nicht mehr nehmen. Dann hatte ich euch die Kapuzinergrasse ja auch schon gezeigt bei Instagram. Sie ist monströs. Hier zwischendrin ist eigentlich noch eine Zucchini-Pflanze, die jetzt aber langsam total überwuchert wird. Hier kann man vielleicht, hier ist eine Blüte noch davon. Da kommt, glaube ich, aber nichts mehr. Dann habe ich hier meine Hokkaido-Kürbisse. Ja, ganz viele. Hier zwischendrin auch überall. Ich habe die nur versteckt, weil es wurden leider welche geklaut. Und um dem vorzubeugen, verstecke ich sie lieber. Hier ist noch Borretsch. Da habe ich so eine essbare Blütenmischung nochmal gesät. Und da war eben Borretsch mit drin. Da haben wir nochmal Sellerie. Da mache ich das gleiche nochmal, weil, wie ihr sehen könnt, sind die sehr klein. Und jetzt muss ich irgendwie schon schreien, gefühlt, wegen dem lauten Flugzeug. So, Mangold. Hier seht ihr, wie fett die Rippen hier sind. Der sieht sehr schön aus. Wir haben den gekauft, den habe ich nicht selbst gezogen, weil er einfach schön aussah, ehrlich gesagt. Aber er ist wirklich groß. Hier noch ein paar Ausläufer des Kürbis. So sehen die aus, wenn die klein sind. Dann habe ich hier noch ein paar Bohnen. Also das sind wirklich Mutantenbohnen. Ach, da ist eine Biene zwischendrin. Die lasse ich auch noch hängen, weil ich daraus einfach auch die Samen wieder sammeln werde. Beziehungsweise vielleicht Bohnensuppe mache, weil ich möchte eigentlich nächstes Jahr eine andere Sorte haben. So, und jetzt sind wir hinten im Unkrautfeld. Karotten. Leute, ich habe da noch ein paar Karotten drin. Fragt nicht nach Sonnenschein, ey. Guckt mal bitte. Ich mache meine Hand mal dazu. Die ist so breit ungefähr. Ach, guck mal, und die werden jetzt langsam schon angefressen. Ja, mein Gott. Also Karotten brauche ich nächstes Jahr nicht mehr so viel. Ja, hier hinten ist nur noch Unkraut. Ja, das war der Acker. Ich hoffe, es hat euch mal wieder Spaß gemacht. Wie gesagt, das sieht einfach nicht mehr alles so schön aus wie früher. Im Sommer halt. Hier, schaut euch mal diese tollen Kohle an. Das sind, glaube ich, Rosenkohl. Das sind, glaube ich, Rosenkohl. Das ist, glaube ich, Rosenkohl. Der blüht. Und die haben einen tollen Acker. Nächstes Jahr wird meiner noch besser. Jo, ich filme nochmal nach vorne, während ich hier laufe. Ja, kleines Update einfach. Ich habe gedacht, vielleicht interessiert euch das. Ich nehme die Karotte mal mit. Und ja, die haben eigentlich eine gute Größe. Die sollte ich eigentlich alle ernten. Mal gucken. Und ja, ich hatte noch irgendwo anderes Rettich. Habe ich jetzt vergessen wohl. Naja, auf jeden Fall beende ich das Video an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, wie gesagt. Und euch gefällt der Acker genauso gut wie mir. Und ja. Ja.